Auf diesem Pergament steht ein sehr komplizierter Zauber geschrieben, der euch die Halle der Seelen offenbart, wenn ihr euch ihrem Eingang nähert. Endlich wird euch die verborgene Halle der Seelen offenbart. Erinnert ihr euch? Die Halle der Seelen sieht so aus, wie ihr sie euch vorstellt. Aber lasst euch nicht täuschen. Dies ist nicht der gleiche Ort, an dem ihr vorher wart. Wenn es euch gelingt, all diese Erinnerungsverzehrer loszuwerden, trefft ihr dort bestimmt auf Charon. Pathetisch. Großen Verrat kommt ihr endlich in das letzte Königreich. Dem Göttlichen sei Dank, möge ein Drachentöter dieses Mal für Gerechtigkeit sorgen. Schamloses Verräterschwein! Wenn ich euch nicht töten kann, wird Kommandantin Rhoda dieses Vergnügen haben. Irgendwie, irgendwann wird sie euch in die Finger kriegen. Aber zuerst bin ich an der Reihe. Und jetzt werdet ihr sterben. Im Namen der Drachentöter. Diese Göttin auf Fleisch und Blut verlichtet hat. Schweigt! Ihr werdet mich so noch preisen. Schreiend werdet ihr eure Gebete an mich richten, bis eure Stimmbänder reißen. Weitere Chance, euch.
dass ich diesen Augenblick noch erleben darf. Ich habe ganze Bücher mit meinen Vorstellungen davon gefüllt, wie ich euch foltern würde. Eine Bibliothek des Schmerzes. Endlich kann ich die Theorie in die Praxis umsetzen. Nicht mehr euer Turm. Ihr seid hierher gekommen, um zu bleiben. Damian wird der Nächste auf dem Thron sein, während ich eurem Fleisch zeige, was wirkliche Schmerzen sind. Komm, Razakel! Essen ist fertig. Zuerst essen wir. Da bringe ich die Seele unseres Opfers nach Tartarus. Und dort, dort, immer und immer wieder. Das ist doch der Drachenritter, mein Engel. Diesmal gefangen in der Halle der Seelen. Wie nett unser tapferer Höhlenmensch doch ist, Geliebter, sich so offenherzig zu präsentieren. Es ist wirklich wundervoll, mein Schatz. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Die Form sollte gewahrt werden, mein Herz. Ich werde den Ritter anzünden und du schneidest ihn zurecht, oder? Ganz wie du magst, du mein Augapfel.